Uh, oh ha uh, uh, yeah <clears throat> so let's clap. Boom! Neue Woche und ein neuer Folge vom Feel Good Podcast Solo Edition. Obwohl äh, so Solo ist es heute nicht. Wir haben, ich glaube, acht Mails, acht Mails, wo ich beantwortet. Jesus Christ! Langsam, aber sicher. geht's los. Ähm, freut mich riesig. Das heißt, alle die Menschen werden an der Ticketverlosung teilnehmen. Zwei Tickets für eine Show nach. Wahl. Ähm, für die nächste äh, Verlosung machen wir etwas anderes. Und zwar wird es jetzt langsam wieder Winter, ähm, zumindest herbstlich kalt. Und darum wird es für die nächste Verlosung äh, Kappe und der Bulli von mir gar. Äh, gut Kappe und Pulli so ein schönes Set man muss ja nicht beides gleichzeitig anziehen ich weiß das sieht ein bisschen übertrieben aus, <laughs> aber, aber so eine so eine klassische Beanie und und Crewneck ja ähm, verlose ich sehr gern ähm, kann man sonst auch mal anschauen auf meiner Webseite und wenn man schon auf meiner Webseite ist kann man ja gerade Tickets kaufen falls man keine gewonnen hat für mich solo wo wird los kurz? endlich die woche kurz los 14. Oktober in Bern Woche drauf drei Shows zu Basel äh, von der Verkauf haben würde eine lange aber eh wir ziehen es durch. <laughs> Und äh, ganz viel weitere Termine, alles auf meiner Webseite zu finden. Das aber eigentlich äh, nur ein ganz kleiner Werbeblock am Anfang. Ich möchte nämlich nicht allzu viel Zeit verlieren, sondern effektiv auf eure E-Mails zu sprechen kommen. Alle, die, heute geschrieben, also, die ich heute vorlese, kommen in den Pott, werden nächstes Mal verlost für zwei Tickets äh, Show nach Wahl. Und alle, die ab jetzt schreiben, kommen dann in die Verlosung vor und Kruneck. So, wir föhnen gerade an. Hoi, Joel, bin gerade dabei, deinen neuesten Podcast zu hören. Okay, muss schnell schauen, wenn das gesehen ist. So zeitlich öppe. Ja, das wird wahrscheinlich die letzte Solo-Folge sie Mein Hündchen, ah, mein bestes feel -Good ding auf der Welt, mein Hündchen Hutsch. Yes. Tönt doof, finde ich nicht. Aber wenn ich mich mies fühle, nehme ich mir kurz Zeit, setze mich neben ihn und streichle ihn. Ja. Okay, ab und zu läuft er weg, aber da er nur 4,5 Kilogramm ist, schnappe ich ihn mir und knuddle ihn. Nur kurz, muss manchmal aber einfach hinhalten. Okay. <laughs> Kommentar kann man da ich setzen, oder nicht? Ich könnte hier noch recht viele Sachen nennen, die mir gut tun. Klammere Konzerte, Comedy-Shows besuchen, unbedingt. Ja. Diamond-Painting-Bilder machen, wow, und dabei Podcasts oder gute Musik hören, ein Bad nehmen, oh, kann ich auch gern, spazieren gehen, aber das würde den Rahmen sprengen. Ich wünsche dir ein wunderschönes Oben, liebe Grüße, Herzog Buchse, Janin. Vielen herzlichen Dank, Janin. Ähm, wie gesagt, ich verstand alles da, ja, Hünd, früher noch sehr Angst vor Hunden gehabt. Vielleicht, wenn ich sechs gesehen habe, hätte mir mal einen Jack Russell in den Arsch gebissen. <laughs> Wirklich wahr. Ähm das ist, so, das ist so aus meiner Ecke, hinter meinem Blumentopf ist der so auf mich aufgegummt und dann bin ich verschrocken und dann habe ich wegrennen. Und dann ist er mal und hat mich wirklich so in Aspisse Arsch gebissen. ich einen schönen Abdruck auf der rechten Arschbacke. Darum äh, lange ein bisschen, äh, ja, sag mal, zumindest Respekt gehabt. Aber mittlerweile sind sehr viele Hunde in der Familie. Das hört gar nicht auf. Und äh, ich finde sie alle ganz toll und, und, und sehr liebenswert. Also, ähm, verstande Mittlerweile verstand ich sehr, ähm, habe ja auch schon die ein oder andere Nummer drüber gemacht, äh, wenn man das mal will gesehen. next Mail, Halli, Hallo Joel. Das finde ich schön, Halli, Hallo. Das ist, so, das ist für mich immer so Gottschalk. Halli, Hallo. In deinem neuesten Podcast fragst du, wie es deinen Hörern geht. Freut mich zu hören, ja. Ja, als Hörer freut es einem natürlich das zu hören. Wollte nur kurz sagen, dass es mir gut geht. Sehr gut und dass deine Podcast Folgen immer ein Highlight für mich sind. Danke vielmal. Da kann ich richtig abschalten und lachen. Mach weiter so. Wie es dir geht, würde mich auch interessieren. Vielleicht habe ich ja Glück und gewinne zwei Tickets für deine Show in Bern am 14.10.2021. Sehr gut, was mich extrem freuen würde. Ich verfolge dich schon länger, bin allerdings noch nie dazu gekommen, äh, dich live zu sehen. Würde mich riesig freuen. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Wie man in Bern sagen würde, hab noch einen schönen Abend. Ja, ich muss wieder mein bandit ein bisschen für diesen Donnerstag. Grüezi, Röschu. Ähm, danke vielmals, Röschu. Jetzt äh, langt es nicht von der Verlosung her äh, für die 14.10. Du kommst aber auch in den Pott. Ähm, komm doch trotzdem. Kauf zwei Tickets. Ähm, Theater im Käfigturm und äh, die anderen zwei kannst du dann, wenn sie gewünscht, kannst du sie verschenken oder kannst nochmal schauen oder wie auch immer. Würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen und da du, du fragst, wie es mir geht, mir geht äh, sehr gut. Ja. Tolle Woche gegangen, ähm, ich, <laughs> ich bin an einem neuen Business Case, nämlich der Einspringer. Ja. Am Montag bin ich für den Devil in, in der Rampesau im Casino Theater Winterthur eingesprungen, habe das moderiert. Was eine unglaublich lustige Show war, hat sehr Spass gemacht. Unter anderem ein Highlight gesehen, wo Jane Mumford drei verschiedene 3-Minuten-Nummern drei vor dem Publikum ausprobiert hat. Und die haben dann müssen per Applaus entscheiden, welche äh, von diesen drei Nummern sie am Weekend in Arosa am Mundart-Festival spielt. Und ich habe das dann so gottschalk esk Touren moderiert. Darum ist mir wahrscheinlich da jetzt auch noch ein bisschen so im Kopf. <laughs> ähm, dann äh, haben wir ein äh, Studio, das neue Podcast-Studio eingerichtet. Das haben wir hoffentlich schon gesehen in der letzten Folge mit dem Kilian Ziegler. Ist noch nicht ganz fertig. Es ähm, gibt noch zwei, drei kleine Änderungen. Aber äh, wahnsinnig freut dass das schon so aussieht und äh, schon so wirkt. Äh, weil ähm, das andere ist ja eine Temporärlösung gewesen. Sehr lange temporäre Lösung, vor zwei Jahren. Weil äh, der äh, Solti, der Christoph, der hat eine äh, Zwischenmiete gemacht am alten Ort und ähm, die Zwischenmiete ist halt immer verlängert. Worden. Und dann war immer so der Punkt, gewesen, macht man jetzt äh, etwas noch in diesem Studio oder nicht? Und, und äh, irgendwie war es ein bisschen eine Zwischenwelt. Gewesen. Und jedes Mal, wenn man denkt, komm, wir machen etwas, jetzt es wieder kein Serum und wir müssen bald raus. Und dann ist es aber gleich wieder verlängert worden. Ähm, und äh, dann habe ich irgendwann entschieden, hey, wenn wir dafür dann ins Neue gehen, dann machen wir es dann einfach richtig. Und ähm, ja, ich habe noch, hab noch zwei, drei Sachen in Auftrag gegeben, die in der nächsten Woche hoffentlich ähm, ankommen, ja, und fertig sind. Und ähm, auf jeden Fall wird das Studio, also jetzt ist schon geil, aber es wird, wird super. Habe ich riesen Freude. Dann äh, nochmal eingesprungen, <laughs> am Donnerstag, bekomme die im Kugel. Dort bin ich eingesprungen für äh, Fabio Landert, ähm, das hat auch sehr Spaß gemacht. Am Freitag dann auf Sargans ähm, dort gespielt an der äh, «Music and Comedy Night» von Patrick Scott äh, im Schloss Sargans. Äh, wirklich super tolle Location, äh, sensationelle Leute. Ähm, die arbeiten, aber auch die Co. sind. Das hat super Spaß gemacht. Dann haben wir dort geschlafen, sind ein bisschen am Samstag durch Weihraben gelaufen und so. Sonntag Formel 1 geschaut. Ja, das sind so die Wochen. Ja, da kann ich sagen, es geht mir gut. Definitiv äh, drum, lieber Röschu. Danke für äh, die Mail. Wir machen weiter. Lieber Joel! Um mich gut zu fühlen, gehe ich Tiere fotografieren. Sehr gut. Vielleicht fotografierst du mal ein Tier, wo gerade vor der äh, Janin knuddelt wird. Das war ihr Hund. Am liebsten im Wald, in aller Ruhe, ohne Kopfhörer, um den Wald zu hören. Ja? Oder im Zoo. Die Natur als Natur spüren, kreativ arbeiten und alles andere ausblenden. Das gibt neue Kraft und hilft mir, mich wohl zu fühlen. Sehr schön. Herzlichen Dank äh, für deinen Podcast. Ich bin im Kopf schon am Weiterlesen gesehen, während ich noch probiert, einen Kommentar zu geben. darum. Ich so, sehr schön. Ähm, aber das verstand ich absolut. Ähm, der Wald ist, ist äh, ein sehr inspirierender Ort. Und, und dort, ich bin ein großer Kopfhörer-Fan und bin eigentlich äh, sehr gern und fast immer mit Kopfhörer unterwegs. Aber ich verstand das im Wald ähm, eigentlich auch nicht. Dort, äh, dort äh, gibt es viel mehr Kraft zum ja, die Natur zu hören. So. Herzlichen Dank für deinen Podcast. Äh, danke dir fürs Lose. Einzige Kritik: Die Solo-Folgen könnten auf YouTube wieder mit Bild sein. Gruß, Silvi. Ähm, okay, das ist ähm, ja äh, äh, absolut äh, <laughs> berechtigte Kritik. Ähm, ich bin da noch nicht ganz sicher, was ich jetzt mache. Ich bin momentan sehr happy mit der Solo-Folge, einfach so ohne Bild. Weil es ist ein einfacher zu machen. Ja. Ich muss nie ein Setup machen, ähm, mit, mit dem ganzen Stativ und Licht, wo man immer ausfällt. <laughs> der Akku hat zwar zwei Stunden, aber ich habe das Gefühl, irgendwie schaffe ich schaffe es trotzdem nie so zu timen, dass der Akku dann effektiv vollgeladen ist. Ähm, und, und ich bin ein bisschen äh, darum flexibler und auch freier. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich kann mehr mir selber sein, wenn ich einfach so also In das Mikrofon rede und ich irgendwie so ein bisschen mehr bewege, wie ich will, als wenn ich äh, in eine Kamera schaue. Aber das heißt nicht, dass es keine mehr geben wird, gehen, sondern vielleicht mache ich, wenn ich mal Zeit habe, wirklich mit einem Setup, mache ich es so, wenn es so ist wie heute, wo ich irgendwie äh, am frühen Morgen, äh, also für mich frühen Morgen, <laughs> 9, 10 Uhr, am 10. Losgefahren bin von Zürich, äh, auf Basel, noch, noch, noch drei gewechselt vom Auto, äh, noch einen Termin kam ähm, und, und dann halt irgendwie so zwischen Tür und Angel. Tönt so blöd, aber der Podcast, den ich aufnehme, den ist es für mich viel einfacher, weil ich weiß, okay, jetzt habe ich, hab ich dreiviertel Stunde Zeit, wie lange der heute auch immer wird, gehen. sind ja viele Mails, ähm, und, und kann es dann einfach schnell so machen. Das heißt aber, wenn ich mal Zeit habe, wenn ich mal wirklich gerade äh, im, im richtigen Setup bin, hat geht es auf jeden Fall wieder mal mit Bild. Danke, Silvi. Wieder geht's. Aha. Grüße. Jawohl. Hallo Joel. Endlich habe ich es geschafft, dir zu schreiben. Ich freue mich immer auf deinen Podcast und deine tollen Gäste. Spannende Einblick, Einblicke in die Comedy Welt und hinter die Kulissen. Ähm, Danke vielmals, ja. Ähm, es, ist, es ist nicht nur die Comedy-Welt, sondern es ist ja immer wie mehr, natürlich, je mehr Gäste man hat, desto, desto größer wird eigentlich auch der Bereich. Äh, wir haben in den nächsten Wochen einiges aus, aus äh, Musik, äh, sicher natürlich auch Comedy, äh, wir haben aber auch ein bisschen Sport ähm, und, und ich finde das, find das wirklich auch für mich ähm, bereichernd, eigentlich, wenn man so will, weil will ich auch durch das selber in, in Welten k eine kann, wo ich sonst nicht unbedingt kann. Also wenn ich zum Beispiel an Sport denke, äh, den Benny Huckel hatte ich, gehabt, was ich schon immer eine unglaublich geile Sicht gefunden habe, äh, wo mir auch schon sehr viel Freude bereitet hat, wo ich noch im Stadion, wo ich noch im Stadion gesehen habe, aber dann wirklich mal. Äh, mit 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 ihm über auch die Psychologie vom Sport zu reden und so hat, äh, hat mir extrem viel Spaß gemacht Zog ähm, zur Mail es würde mich äh, freuen dich wieder mal an einem Event zu treffen oder allenfalls an deinem Solo bis bald und liebe Grüße Olivia ah das ist äh, Olivia Olivia äh, Comedy Olivia <laughs> Mega schlechte Begriffe. <laughs> Olivia, Programm. Sehr gut. Ja, äh, schon, schon ein paar Mal an Open Mics gesehen. Äh, danke vielmals, Olivia. Keep it up. Und ähm, ja, wir sehen uns sicher bald wieder. Ich äh, finde es großartig, wenn Menschen ähm, ja, auch Comedy machen und, und loslegen. Und bei ähm, äh, Olivia gesehen ich sehr viel Promise. Also darum ja, würde es mich auf jeden Fall auch freuen, die wieder mal zu sehen. Äh, nächste Mail, Hi Joel. Hi <laughs> Joel, ich habe deinen Podcast noch nie gelost, aber du Olivia, will unbedingt und deine Showcode, darum würde ich gerne an der Verlosung mitmachen. LG Alessandra. Sehr gut, kurz und knackig und äh, auch äh, ohne <laughs> ohne Geheimnis dahinter, äh, warum er das macht. Super, ja, äh, ist absolut legitim. Sind somit äh, doppelte Chance für die Verlosung. So, dann, äh, gute Freund vom Podcast, äh, äh, wo wir auch schon ähm, Mails äh, geschickt haben und, und vorgelesen haben. Lieber Herr von Mutzenbibs, hofft, bist du mir nicht böse, dass ich die so gespeichert habe? Nein. Also, hat ein bisschen aggressiv, das. Nein, das ist mir wirklich, bin wirklich nicht böse. Bei mir kommt es immer auf den Gemütszustand an, darum habe ich mir über die Jahre einige Sachen angeeignet. Was einem glücklich macht. Genau. First of all, natürlich Musik machen. Drummer, Klavierle, Gitarre, Ukulele, Rappen produzieren, hauptsächlich Linkin Park, 21 Pilots und Zian, lose. yes, Zian, äh, wird auch irgendwann mal zu Gast im Podcast, weil die Musik dir vergeht und mir durchs Leben bringt und noch vieles mehr. Äh, ich finde auch Musik. Äh, äh, Absolut, etwas, etwas super Wichtiges. Es ähm, kann man in, in verschiedene Stimmungen bringen. Es kann man auch in verschiedene äh, Stimmungen zurückholen, ähm, Erinnerungen. Es kann ihm motivieren. Ja, es ist äh, auch sehr unterschiedlich, wo man die Musik lost und wie man sie hast. Ähm, ihr könnt wahrscheinlich mal eine ganze Folge machen, nur über Musik. Dann äh, zum Beispiel Lase, Fitness, Meditation. Yep tiefe Gespräche über das Leben und das Universum vieren, äh, seit Beginn von Rona oh, kenn ich nicht, endlich mal Bagshundi, immer noch lebende Pflanzen haben und uhura viel Podcasts aufholen, meistens ohne Nebenbeschäftigung. Das finde ich spannend, ja. Wenn man das kann, äh, sehr, sehr löblich. Ich gehöre zum Teil noch nicht ganz dazu. Ja. Vom Feelgood Podcast über äh, Nisa und Cheyenne, Synapsen Mikado, Endstation, Inside Comedy, äh, Je Mischte die Hack, beste Hack <laughs> bis Joe Rogan und anderes, Klammere Comedy konsumiere. Yes. Möhlele, Skate und Snowboarder mit der High gestalte. Ah, mein daheim gestaltet, Entschuldigung. Sachen aufschreiben, wo ich dankbar dafür bin, erlebt habe oder lerne und wachsen dra. In Wald, an Bach, Berge und See, Sterne, Wetter und Mond betrachte gute Film schauen, Fein Essen, Skibo-Spiele und kaffele mit meinen Eltern. kasperle Theaterlose, Lego-Spiele, Zeit mit Freunden verbringen. Als Kindererzieher in der Basler Tagesstruktur schaffen, träumen und immer wieder einfach sie. Das waren die aktuell, waren mal so die aktuellste Sache. Na so dem V, schaut auf euch und sind lieb zu euch selber und anderen Flo. Viele, viele Dank Flo. Ähm, sehr, sehr viel äh, Inspiration, <laughs> was man alles kann machen. Und äh, kann ich kann ich eigentlich alles unterschreiben. Ja? Lego hat mir ähm, im ersten Lockdown sehr, sehr beruhigt muss ich sagen. Also zum ersten Mal die Ewigkeiten, dass ich mal Lego gebraucht habe, habe Friends-Set zusammengebaut, das Coffee for Friends und ähm, der Ford Mustang, wo ich ehrlicherweise nicht fertig gemacht habe. Ähm, das ist ja ein bisschen Krankheit von mir. Ich mache gerne... Sachen fertig, wenn ich sie muss fertig mache und sonst bin ich halt einfach so ein bisschen mehr beschäftigen, bis wieder irgendetwas anderes kommt. Next mail. Mein gut jetzt gerade ist in der Türkei am Strand liegen. Okay, schön. Sonne und Wärme tanken, den warmen Sand zu spüren und meine Seele im Takt der Welle baumeln zu lassen. Hey, ich kann am Strand zum Beispiel kann ich super gut meditieren. Auch wenn es mega viel Lärm hat und, und irgendwie Leute umschreien und was weiß ich. Ähm, das, das ist wirklich der, der Sand, der warme Sand und irgendwie in dem liegen gibt, gibt mir extreme Ruhe. Den Podcast mit Aaron nachzuhören. Ich liebe die Comedy-Männer. Ich auch. Dein Solo nachzuhören. Ah, und äh, vom 4. Oktober und später noch den neuen mit Kilian. Liebe Grüße, Moni. Yes. Unbedingt. Äh, sehr, sehr äh, schöne Folge. Und äh, äh, der Kilian ist ja schon mal gesehen. Da kann man auch die alte Folge hören, wenn man will. Ähm, vielen Dank, Moni. So, und jetzt äh, sind wir eigentlich schon beim letzten Mail. Ich weiß aber, dass das äh, ein bisschen länger wird gehen, weil das ist das einzige Mail, das ich vorher schon gelesen habe. Alle diese Mails, ich schaue schnell in meinen Podcast-Inbox-Ordner äh, und sehe einfach, dass Mails sind. Und dann lese ich sie so vor, wie sie da sind. Und das ist das erste Mal. Das Mail hingegen ist an eine andere E-Mail-Adresse gekommen und drum habe ich es gelesen, weil ich nicht gecheckt hat, dass es für den Podcast ist. Und es ist einerseits ein bisschen längeres Mail und es ist auch eins, wo mich ein beschäftigt hat. Äh, drum kommen wir jetzt zu dem Punkt ähm, von dem Mail, nämlich schreibt die Person. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so darf vorlesen. Drum ich lasse jetzt mal den Namen weg. Ja? aber eigentlich steht unten, es macht keinen Sinn, dass du meine e Mail bei deiner Ticketaktion ist. Ich bin nur selten im Süden. Das wird auch gerade noch erklärt. Ich lese oft vor: Hey Joel, wie viel Demut hast du vor dir selber? Wie wichtig bist du dir als Mensch? Das sind die ersten zwei Fragen, die ich über das Mail aufgemacht habe. So, ah, okay. Huh. Ähm, ich, ich verstand die Frage einigermaßen. Wie viel Demut man vor sich selber kann haben kann, das, das verstand ich ehrlich gesagt nicht ganz. Ich, ich, ich bin ein demütiger Mensch. Ähm, demütiger geworden mit der Zeit auf jeden Fall. Und ähm, muss sagen, äh, ich bin mir eigentlich auch sehr wichtig. So, also ich mir als Mensch bin mir recht wichtig, weil was ich so für mich gelernt habe in den letzten Jahren, ist, dass man, dass man muss leere Zeit mit sich selber verbringen, ja. Und eigentlich, wenn man jetzt alle die Mails von vorher hat, so ein bisschen hören, was, was den Leuten Kraft gibt, ist es oft auch eben etwas, nicht nur natürlich, aber auch etwas allein machen. Einfach eben mal allein in Wald, äh, ähm, mal spazieren, äh, sich, sich irgendwie eben mit Molen oder sonstigen Lego <laughs> oder so beschäftigen. Und, und ich habe gemerkt, dass man irgendwie auch eine Freundschaft mit sich aufbauen muss, ja. Und was, was sehr entscheidend ist, äh, was ich mal, was ich mal äh, gesehen habe von einer Philosophin, die sich sehr mit dem äh, Thema beschäftigt hat. Ähm, ich weiß leider ihren Namen nicht mehr, aber das kann ich sicher noch herausfinden. Sie sagt, ähm, sich selber lieben ist etwas vom Wichtigsten. Ja? Und sich selber lieben heißt nicht, dass man äh, narzisstisch äh, und, und arrogant ist oder so, sondern so wie man andere Menschen liebt, mit ihren Fehlern, muss man das auch lernen, äh, mit sich selber zu können zu machen und das finde ich ein find ganz wichtiger Punkt wo, wo mir selber auch extrem geholfen hat dass man ähm, sicher selbst kritisch ist ja aber dass man nicht selbst zerstörerisch ist wegen dem sondern dass man halt auch sich selber akzeptiert mit Fehlern und wenn man die Fehler sieht und an denen kann schaffen umso besser aber dass man sich nicht dass man sich nicht selber ähm, kaputt macht wegen dem so so extrem viel gesagt ab, anhand von zwei Fragen Jetzt zum Rest von Mail. Ich wohne weit weg im hohen Norden von Nordnorwegen und habe ganz einen ganz anderen Job als du. Und doch habe ich das Gefühl, dass du in deiner gewählten Selbstständigkeit und Abhängigkeit auch den ein oder anderen Kampf mit dir selber hast. So wie ich. Es ist egal, was ich mache, aber ist es nicht irgendwie paradox, dass man sich selber in Situationen bringt, wo man sich an den Kopf lenkt und sagt, wieso mache ich das eigentlich? Niemand zwingt uns, das zu machen, wo wir wollen, und doch machen wir es. Vielleicht ist es die gesunde Naivität, an etwas zu glauben, wo man sich erhofft und vielleicht das ganze Leben darauf anschafft. Vielleicht ist es aber auch einfach blanker Idiotismus, sich selber vor etwas zu überzeugen, dass das alles hier doch irgendwie Sinn macht und eigentlich weiß man, aber dass alles nüt bringt. Ich habe einen Job, wo mich sehr herausfordert, bin viel unterwegs und bin in meiner Branche völlig ausgeliefert. Ist wahrscheinlich ähnlich wie bei dir. Ich frage mich gerade, ob ich alles durchlesen soll oder ob ich da jetzt schon mal einhänken soll. Ich lese mal schnell weiter. Doch wie rechtfertigst du das vor dir selber, vor dem Umfeld? Hast du das Gefühl, du spürst, wenn es genug wäre? Wo ist die Grenze zwischen ich muss das jetzt durchkämpfen, weil nachher wird es besser zu der Erkenntnis, ich sage das jedes Mal, aber es wird nicht besser. Wie gehst du mit dem schmalen Grad um und gibt es einen Moment, wo es spät wäre zum Abspringen? Ich probiere mich, mit meinem Grundvertrauen zu beruhigen, ich mache das, was ich mache, weil ich daran glaube, dass es funktioniert. Weil ich mir selber vertraue, dass es gut kommt und ich eigentlich ganz genau weiß, was ich mache. Es ist nicht immer einfach, den Kurs zu behalten, aber wer hat schon immer der Wind von der richtigen Seite? Das Leben ist nicht perfekt und ich glaube, wir sind heute auch einfach verblendet von Grössen, die in dem Fall Showbusiness verblenden und der Realität suggerieren, wo es nicht gibt. Ich, ich gebe in sehr viele Punkten recht. Ich erkläre noch, halt noch ein bisschen. Äh, jeder Mensch hat seine Geschichte und das muss auch so sein. Ich finde es echt stark, wie du die Weg teilst und die harte die deine Probleme und Selbstzweifel Dure blick Ein großes Danke für das. Und wenn so richtig beschissen läuft, probiere ich in die Natur zu gehen. Das ist auch ein Grund, wieso wir da oben sind. Die Natur geht mir extrem viel zurück. Wenn du im hohen Norden in der weiten Landschaft unterwegs bist, merkst du sehr schnell mal, wie klein und unbedeutend du als einzelner Mensch bist. Und das ist extrem entspannend. Das kann ich so fest nachvollziehen. Jetzt kommt der Winter ziemlich rasant. Schnee ist schon da, Polarlichter auch. In einem Monat ist Polarnacht. Die Sonne kommt für zwei Monate nicht mehr über den Horizont. Und in der dunkelsten Zeit haben wir während drei Stunden schwaches Dämmerlicht. Das klingt hart, ist es aber nicht. Das glaube ich auch. Das für mich äh, wirklich super schön, äh, weil Dämmerlicht ist mein absolutes Lieblingslicht. Und ähm, ich, ich finde es immer schade, dass es bei uns so nach 15, 20 Minuten wieder rum ist. Ähm, es zeigt einmal mehr, dass wir auf einer fucking Steinkugel durchs Altsische und auf der Welt nur als Besucher sind. Darum sollten wir die Zeit genießen und das machen, wofür unser Herz brennt. Auch wenn es teilweise genau darum schmerzen kann. Gruß in die Schweiz. Ähm, ich weiß jetzt wirklich nicht, ob ich den Namen soll sagen. Ich lasse, ich lasse ihn jetzt mal weg. Ich kann es sonst gerne noch schicken, falls gewünscht. Jetzt Das ist das ist wirklich ein längeres und, und und für mich auch wirklich intensives Mail aus verschiedenen Gründen. Nämlich klar sind es ein paar Fragen, die gestellt werden. Aber was ich wirklich was ich wirklich wie will ich sagen was was mich wirklich beschäftigt hat, ist eigentlich der Teil mit, dass man sich selber in Situationen bringt, wo man sich dann an den Kopf lenkt und sagt, wieso mache ich das eigentlich? Weil uns niemand zwingt, das zu machen, wo wir wollen, und doch machen wir es. Und ich merke dort ein bisschen einen Unterschied zu mir. Und zwar, wenn ich das jetzt. Der hoffentlich kann richtig ausdrucken, dass, dass ich dem auch irgendwie gerecht wird. Ähm, ich habe das Gefühl schon sehr oft kam in meinem Leben bei unterschiedlichsten Sachen und und haben wir auch schon gedacht, warum mache ich das überhaupt und was bringt es überhaupt und jetzt ist scheiße, aber irgendwann wird es besser. Aber jetzt kommt ein ganz großer Aber keine Sekunde, seit ich Stand-up-Comedy mache, wirklich nicht. Ich habe sicher Kampf ähm, mit mir und auch in der Selbstständigkeit und Abhängigkeit gesehen, nicht unbedingt, sondern hauptsächlich Selbstständigkeit. Und die Kampf han hauptsächlich mit der Selbstständigkeit zu tun. Heißt, was will ich machen? Ich will auftreten. Ja, ich, ich will vor Leuten stehen. Ähm, mittlerweile ist es mir ziemlich egal wie viel ähm, und möchte die unterhalten. Das tut mir gut. Ich, ich glaube, das tut auch diesen Menschen gut und das ist eigentlich das Ziel. Ähm, und weiß noch, wenn ich bei der Premiere von meinem ersten Solo, was auch ein von meinen allerersten Stand-up Auftritten ever ist, ich glaube offiziell mitritten, ähm, weiß ich noch, wenn ich dort gestanden bin mit dem Mikrofon in der Hand und eine Hirne, oder der eine Teil vom Hirn irgendwie gefunden hat, oh, da warst du ein bisschen zu langsam gewesen. und ah, das ist du versaut und der Gag ist nicht angekommen. Und wie der andere Teil vom Hirn gesagt hat, ein Kollege, du bist angekommen. Und ich, ich werde jetzt ohne Scheiß, ich werde jetzt auch ein bisschen emotional, wenn ich nur an das denke. Ähm, weil davor, alles, was ich davor gemacht habe, habe ich eben das Gefühl gehabt, warum mache ich das eigentlich? Und als ich das dann gemacht habe, habe ich gemerkt, das ist es. Und wenn ich jetzt überlege, was die Kämpfe mit mir sind oder meiner Selbstständigkeit, dann ist es, ah, fuck, ich, ich, habe, ich habe zum Teil trotzdem einen Bürojob. Ja? Ich kann nie einen Bürojob wählen Aber der Bürojob macht mir auch Spaß, weil ich mache ja. Damit ich gekauft hatte. So, das ist meine Selbstständigkeit. Ähm, alle die Fragen, wo sonst sind, das von mir selber rechtfertigen, von meinem Umfeld, das Gefühl habe, ich spüre, wenn es genug wäre, die Grenze zwischen, ich muss das jetzt durchkämpfen, weil nachher wird es besser, das habe ich, ehrlich gesagt, mit dem, was ich jetzt mache, seit acht Jahren, habe ich das wirklich nicht. Sondern, ich, ich, ich will es nicht verschönern. Ich habe sicher Tage, wo ich mal heimgekommen und so finde, ah, heute ist Auftritt nicht gut und was weiß ich. Aber ich habe noch nie daran gedacht, aufzuhören und ich habe noch nie daran zweifelt, sondern ich habe die Erkenntnis gehabt, ich habe das gefunden, was ich effektiv machen will. Und dort ist ab dem ersten Tag ist, ist die Erkenntnis, hier, wie geil ich das finde. Und, und ich glaube, Ganz ehrlich, ohne eben zu wissen, was du machst, wenn, wenn, wenn du die so Sachen fragst, dann ist es vielleicht doch nicht das Richtige. Weil ich weiß, dass ich mir so Sachen gefragt habe, aber ich habe mir das nie, 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 das habe ich habe jetzt sicher schon zweimal gesagt, ich habe mir das nie gefragt bei dem, was ich jetzt mache. Sondern ich habe dort von Anfang an alles geliebt. Ich habe zum Beispiel mal in Bern. Auf, auf, mit, mit eigenem Geld, ja, den Zug müssen nach, um auf die Bahn zu gehen, um dort auftreten, vor vielleicht 20 Leuten meiner Basenkamera umzogen. Also, ich habe Geld verloren an der Mobe. Und bin happy es gewesen. <laughs> wirklich? Also, also, glaube ich wirklich, dass das, 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 das Abtroschene, äh, der Weg ist das Ziel, äh, in dem Fall komplett zutrifft. Das heisst, was auch immer du machst, wenn, wenn du das nicht genießt und nicht romantisieren kannst. Ich habe, ich habe alles, was ich gemacht habe, romantisiert. Ich habe Geschichten gehört von Mittermeier, wenn er irgendwie vor zwei Leuten auf die Bühne gehen und sagte: Hey, das sind nur zu zweit, wann dir das Programm spiel oder sitzen wir auf der anderen und trinke ein Bier? Und die sagen: Nö, ähm, spiel doch. Und er macht's Und ich habe schon damals so Geschichten geliebt. Und, und wenn ich dann so etwas erlebt habe, habe ich gefunden, wow, das ist es. Das ist genau, das ist, ich, ich lebe mit Traum. Ich bin Komiker. <laughs> auch wenn ich es nur vor ein paar wenigen Menschen jetzt gerade bin, ich mache das, was ich will. Und, und das ist für mich das als befreiendste Gefühl ever. gesehen. Und darum glaube ich nicht, dass es eine Abhängigkeit ist, sondern, sondern vielmehr die große Befreiung. Oder? Und Darum habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich meiner Branche völlig ausgeliefert bin. Weil ich habe schon vor, vor der Stand-Up-Zeit äh, drei Jahre eine, eine Late-Night-Show gemacht, zu Basel im Theater, also im Hepset theater Und das habe ich gemacht, weil ich mich damals gefragt habe, was würde ich eigentlich gerne machen. Und dann habe ich gemerkt, ich hätte gerne eine Late-Night Show. Okay. Keine Sau wird jemals mir anleiten und sagen: Hey, du, niemand weiß, wer du bist, ähm, aber hast du nicht Bock, Late-Night-Show zu machen? Also habe ich es in die Hand genommen und, und gefunden: Okay, wie könnte ich das machen? Im Fernsehen wird es wahrscheinlich nicht gerade möglich sein. Ich mache es doch mal im einem Theater. Ja? im dem, dem Theater, wo ich eh schon die ganze Zeit auftritt, als Schauspieler und dazu verletze Welle. Dass äh, der habse selber auch so eine Idee hatte und gefunden hat, würde nicht irgendetwas Eiges machen da? Und ich so, ja, ich habe sogar ein Konzept. Und dann sind wir hineingesessen, haben das erzählt und habe gesagt, ähm, aber bitte redet mir nicht rein. Und äh, das ganze Team hat gesagt, mach du, was du willst, carte blanche. Und, und ähm, ich, ich bin Ihnen bis heute dankbar, dass ich das Vertrauen gekriegt habe. Und wirklich konnte machen, was ich will. Dort habe ich dann gemerkt, das ist es auch nicht. <laughs> ich habe gedacht, ich will das. Ich habe es gemacht. Ich habe unglaubliche Learnings. Ich habe, ich habe tolle Menschen kennengelernt. Ich hatte sonst nicht wahrscheinlich schon Jacobo äh, und äh, Frank Baumann und, und Christa Rigozzi Und war mir alles dort haben, hatte ich, hatte ich nicht kennengelernt und sicher nicht so schnell. Ähm, aber völlig unabhängig von dem habe ich gelernt, äh, wie, wie mit eben eigenem Druck umgehen und so weiter und so fort. Und dann habe ich gemerkt, okay, das tut mir nicht gut. Also habe ich es auch wieder weggemacht. Und bei ganz vielen Sachen, vor allem auch, wo ich, wo ich beim SRF moderiert habe, weil ich früher immer gedacht habe, das ist äh, ein Handy beim SRF moderieren. Und dann bist du dort und schaust so um die herum und findest, mm, nein, das ist es auch nicht. Und ich, ich, bin mir, ich bin mir eben auch in dem, in dem in diesem Gedankenstrudel gefangen gesehen, wo, wo ich jetzt hier lese bei der Mail, ähm, wo ich eben immer so denke, ja, es ist ja eigentlich das, was ich will, aber irgendwie gefällt es mir nicht, und so weiter und so fort. Und, und eben, dann ist irgendwann der Tag wo ich gemerkt habe, ich mache das, was ich will. Und, und eben, jedes Mal, wenn ich, wenn ich so... Ich sage jetzt intensiver und reflektierter darüber nachdenke, ähm, wird ich auch wirklich äh, ein bisschen emotional, weil ich wirklich merke, dass es das ist. Und, und darum denke ich auch wirklich, wenn es so Fragen gibt, wie die, wo du mir jetzt hier stellst, dann. Äh, pf, wirklich aus der Ferne betrachtet, meine Meinung, dann ist es vielleicht nicht das, weil wenn du auf dem Weg nicht Spaß hast, dann, dann wirst du ja nicht am Ziel Spaß haben. Weil es gibt kein Ziel. Also weißt, das ist dort, wo ich dir dann eben wieder absolut äh, äh, zu 100 Recht gebe, wie zum Beispiel der Teil, wo du sagst, äh, wir sind heute einfach verblendet vor Größen, äh, wo in dem Fall Showbusiness verblendet und Realität suggerieren, wo es nicht geht. Das ist zu 100% so. Weil das haben wir auch schon zwei, drei Mal ähm, in dem Podcast. Wir vergleichen immer unser Innere mit dem Äußeren von anderen Menschen. Und, und jetzt, wo ich ein bisschen länger in dem Business bin, kann ich sagen, eben, ich sehe auch mittlerweile das Innere von diesen anderen Menschen. Und ja, wenn es nicht das ist, wenn jemand, der wirklich Tonnenweise Tickets verkauft, nur Angst hat, ah, irgendwann ist es nicht mehr so, und, 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 und große Verlust, Angst äh, und Zweifel hat, ähm, dann, dann sehe ich es auch nicht so. <laughs> das klingt nicht so blöd, aber, aber wenn ich dann wieder andere sehe, die sagen: ah, heute haben wir nicht ganz so viele Leute, aber, aber hey, es war eine geile Show, ähm, es hat Spaß gemacht. Und dort fühle ich, fühl ich mich wohler. Ja. Ähm, es gibt die Geschichte, die der Seinfeld mal erzählt, vom, äh, ich glaube, Glenn Miller Orchestra ist es, wo irgendwie der, 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 der Tourbus äh, äh, Schaden hat und sie mir einen Kilometer lang im Dezember durch den tiefsten Schnee äh, zur nächsten, ich weiß auch nicht, Tankstelle oder irgendwas, müssen sie halt auf das ganze Orchester muss irgendwie durchlaufen. Und sie laufen an einem Haus vorbei und das ist irgendwie so eine, es ist eine Familie drin und irgendwie gerade äh, wird der Brot angeschnitten und irgendwie wird Kinder spielen und, und ich glaube ich Weihnachten und dann sagt, sagt jemand von dem Orchester so «How can you live like this?» <laughs> waren sie draußen im tiefsten Schnee verfrieren und irgendwie schon Kilometer unterwegs sind. Und das ist natürlich eine übertriebene äh, Parabel, aber, aber schlussendlich geht es genau um das, dass wenn man, wenn man in der von außen gesehen vermeintlich schlechten Moment, es nicht schafft, es zu genießen und es schön zu finden, was ich wirklich immer gemacht habe. Ich habe immer gedacht, okay, auch wenn mal nicht so ein guter Tag ist, jetzt in der Stand-up-Comedy, habe ich gedacht, aber es ist immer noch besser als der beste Tag, wo ich in anderen Bereichen habe Und das, das sagt mir wahnsinnig viel. Das ist für mich das nämlich es gibt kein Endziel und, und ich habe mittlerweile auch kein Endziel mehr. Äh, meine Freundin sagt, ich sei ehrgeizig, aber, aber gesund ehrgeizig. Das heißt, ähm, ich bin sicher nicht zufrieden mit dem, was ich habe im Sinn von, dass ich gerne noch mehr erreichen will und dass ich sicher mir immer neue Ziele stecke, wo ich irgendwie auch ankommen will. Annehmen. Aber ich bin unglaublich zufrieden mit dort, wo ich bin. Und das ist auch ein Prozess gewesen, aber seit ich Stand-Up-Comedy mache, habe ich mich wirklich noch nie gefragt, ob das irgendwie Sinn macht und wieso ich das eigentlich mache. Weil ich schon immer gewusst habe, und das habe ich aber schon bei ein paar Sachen das Gefühl, gehabt, ich habe mir gedacht, das könnte ich machen, das könnte ich machen. Und ich habe meinen Traum von einem Solo-Programm und wo ich das dann verwirklicht habe, habe ich gemerkt, das ist es. Wie ich am Anfang gesagt habe, Kollege, da bist du bist jetzt Hai. Das ist meine Bestimmung. Ich bin anscheinend auf die Welt gesetzt worden, um das zu machen. Und das meine ich nicht im Sinn von, die Menschen haben auf das gewartet und ich muss jetzt das für die machen. Ich, ich, ich wollte das für die machen und das ist das, ist das Schöne an diesem Weg, dass ich, dass ich das mit Menschen eben teilen kann und dass die dabei sein können und dass anscheinend das auch ein paar Menschen in irgendeiner Art und Weise auch hilft. Ähm, und das meine ich jetzt nicht einmal übertrieben mit irgendwie, dass es lebensverändernd ist, aber äh, habe ich jetzt auch immer wieder gemerkt, schon in diesen Zeiten halt einfach mal können zwei Stunden abschalten <laughs> vom äh, doch sehr crazy Alltag, wo wir momentan haben, wo es sich eben nicht wie ein Alltag anfühlt, sondern wie so ein ewig langer Traum allein das hilft schon aber ich meine vielmehr Bestimmung für mich das was es für mich macht und was mich glücklich macht ist das was ich mache und das ist völlig befreit von externen Faktoren völlig befreit von der Branche sondern für das bin ich da und darum wenn, wenn du es schaffst für die zu finde das zu zelebrieren, wo du wo du machst und dass du auf dem Weg auch Freude hast ab dem wie zum Beispiel mein Vater mir mal gesagt hat, als er an einem Restaurant hatte in hatte und gesagt hat, du, ich weiß, es können jeden Tag Probleme auf mir zu, aber ich freue mich drauf. Wenn, wenn, wenn man wenn die Einstellung kann haben und so das, was man auch immer macht, kann angehen, dann fühlt sich erstens nicht wie Arbeit an. Und zweitens stellt man sich dann auch nicht die Frage. Also drum, ich glaube, langsam abschließend, wenn du, wenn du, für die einen Weg findest, die auf dem auf dem Pfad, wo du dich jetzt befindest, irgendwie gut zu fühlen und irgendwie merkst, doch ich mache das, weil es mir Spaß macht und es ist eigentlich unabhängig vom Outcome. Ähm, dann mach es weiter. Wenn aber die Frage, die du mir stellst, wenn die die beherrschen, dann tut es mir leid, das zu sagen, aber dann ist es vielleicht gleich nicht das. Es gibt, es gibt auch viele Menschen, auch, auch bei mir im Business, die machen Comedy nicht hauptberuflich. Ich habe für mich entschieden, ich will das hauptberuflich machen. Die sagen: hey, ich habe einen geilen Job, habe eine Familie und ich, ich ermögliche mit dem Job, dass ich privat als Hobby sozusagen das kann machen und das sind Bombe Komiker und Komikerinnen sensationell die haben einfach gefunden ich will es nicht von dem abhängig machen ich sie für mich ist befreiend gewesen, ich muss nicht anders machen zum das zu machen und ich nehme in Kauf was das auch bedeutet nämlich eben die Rechtfertigungen die habe ich gar nicht großgemischt haben sondern was was macht mir glücklich ich äh, ich jetzt so gerade in meiner Einzimmerwohnung zu Basel. <laughs> ähm, weil, ja, ich, ich, ich wohne auch noch äh, ein bisschen in Zürich. Das heißt, dass ich das finanzieren kann, ähm, ja, wohne ich jetzt noch nicht in der dicksten Höhe der, Evo, Aber ich bin super zufrieden drin. <laughs> ich schaue da rum und bin oft happy, weil ich so finde, voll geil. Ich kann machen, was ich will. Ich kann auftreten und ich kann an Material arbeiten und kann das wieder erarbeiten und kann das wieder vor Menschen präsentieren. Und dort habe ich auch gemerkt, die Kämpfe, die du, die du beschreibst, die hatte ich mit Scheiße. zum das zu machen, was ich, was ich will, bin ich irgendwie in einer Woche 14, 16 Stunden im Auto. Das finde ich Scheiße. Das will ich nicht mehr. Okay, was mache ich? Ich organisiere mir etwas in Zürich. Nice. Ich nehme den Podcast in Zürich auf. Ähm, ich bin von Zürich sehr schnell in Graubünden, in der Ostschweiz, in Schaffhausen, in der Zentralschweiz. Und auf einmal spare ich acht bis zehn Stunden in der Woche, wo ich nicht im Auto bin. Mehr Lebensqualität und ich kann trotzdem immer noch machen, was ich will. Das heisst, es muss für die irgendjemand. Auch jetzt der Spass da sein. Wenn es für dich nur wie ein Kampf wirkt, dann, dann ist das wahrscheinlich nicht. Und, und das zählt jetzt für das Mail, aber das zählt logischerweise für alle. Man kann nicht immer die Arbeit mit dem Vergnügen verbinden. Das ist mir völlig klar. Aber man muss, meiner Meinung noch sich entscheiden, wenn man das kann wie fest man das will und wenn man es nicht kann, muss man es halt als das sehen, ich mache das, nämlich die Arbeit, damit ich dann dort meinen Ausgleich habe, dort meinen Spaß habe, meine Freude, nämlich eben was auch immer das dann ist, was einem Freude macht. Und Gerade jetzt, wenn ich, wenn ich den heutigen Podcast mir, mir überlege, all die Sachen, die ich vorgelesen habe, von, von anderen Menschen, wo gesagt haben, was ihnen Freude macht und so, das ist sehr selten mit der Arbeit verbunden. Das heisst, sie nutzen die Arbeit, damit sie denn das können ermöglichen können. Und ich glaube, viel mehr kann ich jetzt auch nicht mehr dazu sagen. Ich habe gewusst, das geht länger. <laughs> und ich habe nicht gewusst, dass ich so emotional wird dabei. Aber ich muss wirklich sagen, ähm, ich weiß, wo ich die Mails nicht dem Vorfeld lese, <laughs> weil sonst mache ich mir viel zu, viel zu viel Gedanken darüber. Aber es ist wirklich auch für mich äh, super schön gesehen, ähm, dass ich mir äh, so Gedanken gemacht habe, weil einmal mehr hat es mir die Erkenntnis gegeben, eben, dass, dass das der entscheidende Faktor ist, Nämlich, wo auch immer ich auf dem Weg sehe Und ich meine, ich bin jetzt noch auf dem Weg, einfach so eine kleine Randbemerkung. Ich, ich, ich werde zu Basel ähm, drei Shows spielen und wie gesagt, momentan sind so viele Tickets weg, dass ich knapp eine könnte füllen könnte. Das sind so wenig Tickets wie, ich glaube nur nie in meiner ganzen Karriere. Natürlich pandemiebedingt, ein Zertifikat. Menschen müssen sich daran gewöhnen, dass sie wieder äh, neu können, dass sie äh, können ein Erlebnis haben außerhalb der eigenen vier Wände. Viele haben sich auch schon daran gewöhnt, ja, warum muss ich überhaupt nicht ins Restaurant der kochen und eine Flasche wie ist ja gut. Aber ich habe gemerkt, dass es mich nicht stresst. Und es stresst mich nicht, weil ich das mache, was mir Freude macht, weil ich meine Bestimmung gefunden habe. So, ich glaube, äh, wenn ich jetzt noch weiter labere, dann, dann drehe ich mich umso mehr im Kreis. Aber, lieber Mensch, wo mir das Mail geschrieben hat, danke vielmals für die Ehrlichkeit. Äh, danke vielmals auch, dass, dass du mich angeregt hast, äh, nochmal mich selber <laughs> auf meinem Weg zu hinterfragen. Und äh, ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Und ähm, wenn ich wirklich noch etwas allerletztes sagen kann... Ich habe, bevor ich Stand-Up gemacht habe, sehr viele Sachen angefangen. Eben auch viele zum Teil nicht beendet. Im Sinne von fertig gebracht. Ähm, und sehr oft auch Sachen abgebrochen. Ich habe es aber nie als Scheitern gesehen, sondern ich habe immer gefunden, das ist eben Teil meines Weges. Weil ich gemerkt habe, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und ich immer versucht habe immer probiert, und auch jetzt noch probiere, Sachen, die mir nicht gut tun, zu eliminieren. Und die Sachen, wo mir gut tun, ähm, eigentlich zu, äh, wie nennt man das? Zu ja? äh, auszuweiten. Und ich mache jetzt zum Teil völlig äh, eigentlich blödsinnige Büroarbeit, aber sogar die mache ich gern, weil es für mich in einem Kosmos ist. Mit dem, was ich liebe, nämlich, dass wenn ich neu wenn ich mehr vor Leute trete und anfange, äh, ihnen meine Comedy zu präsentieren, dann ist das wie Ferien für mich. Und zwar wirklich, das ist keine Koketterie, sondern dort fühle ich mich auf der hai Und ich bin wirklich der Überzeugung davon, dass, dass es sich auch so muss anfühlen. Und dass wenn es sich nicht so anfühlt, dass man vielleicht etwas muss ändern muss. So, das tönt jetzt negativer <laughs> als diese Welle zum Schluss. Im Gegenteil, sondern was ich eigentlich will sagen ist, find das, wo die passioniert. Find das, wo, wo in dir eine Leidenschaft weckt und wo es Spaß und eine Freude bereitet, wo man sagt, ja, für das ist es wert. Und wenn man sich das nicht kann sagen, dann muss man es lo und wirklich das finden, wo man das sagen kann. Und das ist zum Teil ein langer Weg, das ist zum Teil ein schwieriger Weg. Aber aus eigener Erfahrung, wenn man, wenn man an der Punkt kommt, dann hat man wirklich das Gefühl, man ist sicher, Ohne Scheiß. Dann hat man das Gefühl, man hat es geschafft. Und dann, ist wirklich, dann sind Faktoren wie Ticketverkauf, ähm, was, was ich sonst mit meinem Business kann sagen kann, wie, wie, es, wie es bei anderen läuft. Ähm, Wohnsituation, Finanzen etc. Ähm, nicht so wichtig. Nicht unwichtig, aber nicht so wichtig. Und es braucht nicht mega viel Geld, um das zu machen. Was man immer gerne macht. Es gibt für alles Möglichkeiten und Wege, ja. Eben, zum Beispiel auch Comedy, wenn man gerne Comedy macht. Man kann sich bei Open Mickey schreiben und schon macht man Comedy. Hat nichts gekostet. Ja, wenn, wenn, wenn man weiter weg wohnt, okay, vielleicht, vielleicht der Fahrtweg. Aber, ja, wenn man, wenn man sich mal Essen bestellt oder in ein Restaurant geht, das gehört ja auch zum einem privaten Vergnügen, wo man sich gönnt. Und ich glaube, jetzt fange ich wirklich an zu ramblen. <laughs> Und vielleicht schneide ich den letzten Teil jetzt auch raus, weil es einfach mega gelaber ist. Nein, ich schneide nicht raus. Fuck it, wir sind jetzt soweit. Ich merke einfach, dass ich nicht zum Schluss komme. Aber ich komme jetzt zum Schluss. Vielen Dank für alle Menschen, die geschrieben haben. Und ich wünsche euch äh, weiterhin alles Liebe. Sucht das, was ihr gerne macht, falls ihr es noch nicht gefunden habt. Und äh, wenn ihr es gefunden habt, genießt den ganzen fucking Weg. <laughs> ein bisschen pathetisches Schluss. Aber ein bisschen positiver als das, was ich vorher gesagt habe. Drum, alles Liebe und. Äh, da Fritik gibt es wieder eine äh, normale Folge mit Gast. mich jetzt schon. Das war's gesehen. Peace. Bye bye. <music>